Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge über den Aufbau meiner Modelleisenbahnanlage. Am Ende des vorigen Teils habt ihr gesehen, wie ich angefangen hatte, den Boden vor meinem Hafenbecken zu gestalten. Hier habe ich zuerst braunen Gleisschotter verteilt, anschließend kam Quarzsand drüber und dann noch ein bisschen Split. Und das könnt ihr hier jetzt nochmal sehen. Damit all die Steinchen jetzt da liegen bleiben, wo ich sie hingelegt habe, muss ich die jetzt festkleben. Zum Festkleben nehme ich eine Mischung aus Wasser und Holzleim. Das ist dieselbe Mischung, die ich verwende, wenn ich die Gleise einschottere. Ich nehme also ein bisschen Wasser, dort gebe ich Holzleim rein, dann wird das Ganze verrührt und das mache ich so lange, bis die Mischung eine Konsistenz von Milch hat. Anschließend nehme ich eine Pipette, dann wird die Mischung auf dem Schotter verteilt. Den Kleber habe ich jetzt überall verteilt und diese Mischung muss jetzt ca. 18 bis 20 Stunden trocknen. Während der Trocknungszeit habe ich ab und zu mal ein Foto gemacht. Auf die Weise kann man zum einen sehen, wie das Ganze trocknet und zum anderen sieht man auch, dass aus dem weißen Holzleim später ein transparenter wird. Der Kleber ist mittlerweile getrocknet, der Schotter ist jetzt fest und ich dekoriere das noch ein bisschen. Und zwar soll auf der linken Seite noch Grünzeug hin. Dafür mache ich an 3-4 Stellen einen Tropfen Kleber auf den Schotter und dort werden dann so Flocken, die von einem Baum abgefallen sind, reingeklebt. Das Grünzeug ist jetzt aufgeklebt, jetzt kommen noch ein paar Fässer direkt unter die Kaimauer. Soll dann so aussehen, als wenn die Fässer von der Kaimauer gefallen sind und liegen jetzt im Hafenbecken. Was mir jetzt noch fehlt, ist eine Art Abdeckung, so eine Art Abschlussstein rund um die Kaimauer. Dafür habe ich hier dieses Pappstück zugeschnitten, das habe ich dann passend grau angemalt und das werde ich jetzt mit Holzleim aufkleben. Den Kleber für den ersten Teil habe ich jetzt aufgetragen, dort kann ich diesen Pappstreifen jetzt drauflegen und festdrücken. Auf der linken Seite fehlt jetzt noch ein Stück, dafür habe ich mir einen extra Pappstreifen zugeschnitten. Jetzt wird dort auch Kleber aufgetragen und dann kann ich dieses zweite Teilstück dort auflegen. Wenn diese Pappstreifen festgeklebt sind, wenn also der Kleber trocken ist, brauche ich noch ein bisschen Holzspachtel und zwar ganz wenig, nur für die Trennstelle. Dort kommt ganz dünn Holzspachtel drüber. Wenn der getrocknet ist, wird mit einem 80er Schleifpapier nochmal drüber geschliffen und dann wird es mit der grauen Farbe nochmal übermalt. Und wenn das fertig ist, soll das aussehen wie aus einem Guss. Hier habe ich eine Gittermastleuchte mit einer SMD-LED, also mit einer Leuchte. Und diese Gittermastleuchte hier hat zwei SMD-LEDs. Und bei denen ist es so, dass die Widerstände getrennt geliefert werden. Man muss also die Widerstände noch extra anlöten. Die sind aber im Lieferumfang dabei. Dann werde ich jetzt ein paar Löcher bohren, um die Lampen aufstellen zu können. Und dafür brauche ich einen 2 mm Bohrer. Die Fläche, wo die Lampen aufgestellt werden sollen, habe ich mir vorher ausgemessen und anhand der Anzahl von Lampen, die ich habe, werden die in einem Abstand von 11 cm aufgestellt.
Die Löcher habe ich mittlerweile gebohrt, aber da so hochstehende Teile leicht abzubrechen sind, während man noch am Basteln ist, habe ich an die Stellen, wo die Löcher sind, weiße Kabel gesteckt. Außerdem habe ich Zahnstocher genommen und habe die gelb angemalt. Die sieht man hier auf der linken Seite eingeklebt und die stellen meine Fahrbahnbegrenzung dar. Allerdings ist die Fahrbahnbegrenzung noch nicht fertig. Hier fehlen noch etliche Zahnstocher, die ich einkleben muss und dann wird das Ganze noch gekürzt, aber das seht ihr alles später. Jetzt mache ich weiter an meiner Kaimauer. Hier fehlen noch diese Poller, an denen die Schiffe festgemacht werden und dafür muss ich erstmal 3 mm Löcher bohren. Die Löcher sind gebohrt, jetzt wird der Grat entfernt, dann nochmal ein bisschen drüber geschliffen und anschließend kommt noch graue Farbe drauf. Und für diese Poller habe ich mir einen Schaschlikspieß genommen, habe den schwarz angemalt, dann mal grob zugeschnitten und diese Stücke werden jetzt in die gebohrten Löcher geklebt. Die vier Poller sind jetzt eingeklebt und ich entferne jetzt den Kleber, der zu viel ist, also der, der sich an den Seiten rausgedrückt hat. Das ist erledigt, jetzt brauche ich noch ein paar Pfosten oder Balken an meiner Kaimauer. Und diese Balken sind wieder Streichhölzer und die habe ich in derselben Farbe gestrichen wie die Kaimauer. Diese Pfosten, diese Balken, die klebe ich jetzt auf die Kaimauer und die sollen verhindern, dass ein Schiff direkt bis an die Kaimauer ranfahren kann. Wie genau die Teile heißen, weiß ich nicht, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Zwei sind schon dran, jetzt kommt gleich der dritte, also insgesamt werden es so 9 von diesen Pfosten sein, die ich da anklebe. Hier könnt ihr sehen, dass ich die Streichhölzer nicht gekürzt habe, ich habe nur den unteren Teil angemalt und wenn die jetzt aufgeklebt sind bzw. wenn der Kleber getrocknet ist, werden die Teile passend zugeschnitten. Der Kleber ist getrocknet und jetzt kann ich die Pfosten, die ich an die Kaimauer geklebt habe, zuschneiden. Als Abstandshalter und damit alle die gleiche Höhe haben, nehme ich hier dieses Stück von einem Zollstock und zugeschnitten werden die Streichhölzer einfach mit einem Seitenschneider. Die Pfosten an meiner Kaimauer sind jetzt zugeschnitten und ich mache jetzt auch gleich weiter mit den nächsten Pfosten, die ich einklebe, und zwar mit der Straßenbegrenzung. Für die Straßenbegrenzung nehme ich Zahnstocher, die habe ich gelb angemalt und damit ich die jetzt hier einkleben kann, bohre ich 2 mm Löcher. Und hierbei brauche ich nicht viel zu messen, ich mache die Löcher einfach dort, wo die Fugen sind und da die Fugen immer denselben Abstand haben, haben später auch die Pfosten denselben Abstand.
Jetzt habe ich mal so ein paar 2 mm Löcher gebohrt. Dort werden jetzt die ersten Zahnstocher eingeklebt. Die 4 Pfosten habe ich eingeklebt, der Kleber kann jetzt dort erstmal trocknen und ich gehe nochmal zurück zu meiner Keimauer. Dort habe ich ja die Pfosten zugeschnitten und an der Schnittkante fehlt ja noch die Farbe. Zuerst werde ich die Oberfläche mit einer Feile bearbeiten und anschließend kommt dann auf diese Fläche noch ein Tropfen Farbe. Also nicht, dass ihr denkt, diese 4 Zahnstocher für die Straßenbegrenzung, damit wäre es getan. Hier kommen noch etliche dazu. Allerdings habe ich momentan nur 4 Zahnstocher mit gelber Farbe bepinselt und wenn dort der Kleber getrocknet ist, werden die zugeschnitten und dann werden die 4 Zahnstocher in die nächsten 4 Löcher gesteckt. Und so weiter und so fort. So, die Pfosten an der Keimauer habe ich jetzt mit der Feile bearbeitet. Hier kommt jetzt Farbe drauf. Da ich sowieso gerade mit der Farbe unterwegs bin, werden jetzt noch Stellen ausgebessert, die nicht so schön sind oder wo Farbe fehlt. Dann werde ich jetzt noch die Poller kürzen. Das war ja mal ein Schaschlikspieß, den habe ich schwarz angemalt. Anschließend hatte ich 3 mm Löcher in die Keimauer gebohrt. Dort habe ich dann 4 Stücke eingeklebt. Und die werden jetzt gekürzt und anschließend wird die Oberfläche schwarz angemalt. Hier verwende ich als Abstandshalter ein 6x6 mm Kantholz und zugeschnitten werden die Poller mit einem Seitenschneider. Zugeschnitten sind sie jetzt, jetzt wird an der Schnittkante nochmal Farbe aufgetragen. Hier auf dem Bild könnt ihr sehen, die Straßenbegrenzung habe ich weitergebaut. Also ich habe noch mehr von diesen gelb angemalten Zahnstochern eingeklebt und zugeschnitten. Und jetzt mache ich weiter hier mit der Fläche zwischen den beiden Gleisen auf der linken Seite. Hier trage ich gerade Holzleim auf. Als nächstes verteile ich ein bisschen Grasfaser in den Ecken und Kanten und so ein bisschen am Rand entlang und anschließend wird diese Fläche dann mit braunem Streumaterial aufgefüllt. Nachdem der Kleber getrocknet ist, kann man das überschüssige Material einfach mit einem Pinsel entfernen. Hier habe ich eine Uhr auf einem Gittermast. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Uhr schon mal gesehen habt. Diese Teile haben oft im Betriebswerk gestanden. Die letzte Uhr in dieser Art, die ich gesehen habe, stand im Vorfeld vom Frankfurter Hauptbahnhof. Das Teil hier, das ist ein No-Name-Produkt, das habe ich in China bestellt. Die Uhr oben ist beleuchtet und die will ich jetzt hier zwischen die beiden Gleise stellen. Dafür habe ich ein 2 mm Loch gebohrt. Dort werden die Anschlusskabel durchgefädelt und dann kann man die Uhr aufstellen. Die Uhr habe ich befestigt, indem ich unten am Sockel von dem Gittermast Holzleim verteilt habe. Und nachdem sie dann aufgestellt war, habe ich noch zusätzlich in den Holzleim Grasfasern und braunes Streumaterial verteilt. So, dann mache ich jetzt weiter mit dem Aufstellen von Gittermastleuchten. Hier habe ich 2 Sorten gekauft, die mit einer LED und welche mit 2 LEDs.
Das sind wieder No-Name-Produkte, auch aus China, vom selben Hersteller wie die Uhr. Und die werden auch genauso aufgestellt. Man braucht ein 2 mm Loch, fädelt die Kabel durch. Wichtig bei diesen Lampen ist nur, dass man dran denkt, einen Vorwiderstand anzulöten. Ansonsten sind die SMD-LEDs ganz schnell kaputt. Die erste Gittermastleuchte habe ich jetzt aufgestellt. Das ist eine mit zwei SMD-LEDs. Und ich mache jetzt weiter mit dem Abstellgleis, was dahinter liegt, das mit dem Prellbock. Hier sollen zwei Dampfloks draufgestellt werden. Zum einen habe ich die Baureihe 80 und dahinter soll noch eine T3 stehen. Beide Dampfloks habe ich defekt im Internet gekauft. Bei der einen war es, glaube ich, das Getriebe, bei der anderen war es der Motor. Ist auch egal, diese beiden Dampfloks sollen fest hier auf der Anlage stehen bleiben, also nicht zum Fahren, sondern als Deko. Und die will ich jetzt hier aufstellen. Und zum Befestigen der Dampfloks benutze ich einfach Sekundenkleber. Tja, und das war's dann wieder für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.